Okay, die lösen sich einfach in Luft auf. Also hier haben wir einen Held. Materialien. Noch mehr Materialien. I'm walking here. I'm walking here. Ich finde schade, dass ich nicht hier oben einfach draufklicken kann, um es zu benutzen. Wenn es mir schon da oben angezeigt wird, dass ich... So. Sehr gut. Ah, wir haben Materialien. Und wir haben hier eine Einheit verloren. Ich würde als nächstes gerne den Recken freischalten. Wenn das denn möglich wäre. Aber erstmal wird der Trupp hier ausgestattet für seine erste Außenmission. Die dürfen, haben nämlich dann die Ehre, das Schloss zu überfallen. Während Squad 1 und Squad 2 mal wieder Materialien beschaffen. Okay, genau, ich habe genug für den Recken. Dann beschwöre ich den auch gleich mal ein. Recken. Wandle wieder mal Pilze um. So, und habe den ganzen Dungeon freigeräumt. Mal sehen, was kann ich noch machen. Noch eine Einheit beschwören, das wäre dann der Schreckenslord. Einheiten ausrüsten, dauert natürlich noch ein bisschen. Verschiedene Fallen und Fallen bauen allgemein. Kostenlose Einheiten, das kommt dann auch irgendwann mal. Ein Raum fehlt noch, ein paar Überfälle fehlen noch. Dungeon-Stufen natürlich. Zwei Helden noch zu extrahieren und 8 zu töten. Okay. Ich glaube, ich gebe den allen auch mal Hasser. Obwohl, nö. Ganz ehrlich, für was habe ich zwei Küchen gebaut? Für ein Squad ist das ja noch okay, aber zwei Squads. So, du da rein und du trainieren. Ich gebe euch hier lieber. Oh, also erst einmal würde ich gerne einen Monster bauen. Das hat natürlich Vorrang. Ein Monsterbau, den ich nicht bauen kann, weil ich das Ding nicht freigeschalten habe. Ah, Mist. So, gut, egal. Wir überfallen die Residenz. Mit Trupp... Nee, halt. Trupp 3 kriegt jetzt erst einmal einen Häcksler. Ja, warum nicht? Der wird jetzt im Arcanum beschworen, hä? Ja, sieht cool aus. Ist er beschworen schon? Ja, ist er. So, ihr habt jetzt einen Häcksler dabei. Der dürfte euch helfen. So. Wo ist Trupp 2? Achso, war trainieren. Dann geht Trupp 2 mal was essen. Währenddessen tue ich Trupp 1 upgraden. Wenn die abgegradet sind, schicke ich sie mal los. Viele Materialien besorgen. So. Oh. Toll, ich überfalle einen Strand. Oh. Das war wohl meine Hexenmeisterin.
Ein Hochelf und ein Bogenschütze ist noch übrig. So. Achso, überfall das Strandbad. Ja. Von mir aus. Okay, Squad 2 kann jetzt mal hier hin. Während ich überlege, was ich in... Wahrscheinlich packe ich auch da einen Recken rein. Fürs Erste. Ja, mal gucken, ein bisschen die Squads gemischt zu halten. Feinschmecker? Mehr Pilze, ah. Missionsziel erreicht. Die möchte ich übrigens, hätte ich gerne wieder eingeblendet übrigens. Ach so, die werden ausgeblendet, sobald ich... Ja, macht Sinn. Oh, und ich habe den falschen Trupp auf den Überfall geschickt. Ja, die haben es trotzdem gut hingekriegt. Gut. Mal gucken, wie kann ich jetzt noch durch Helden extrahieren, auf jeden Fall. Fallen möchte ich gerade nicht. Obwohl, ich kann die eine Bodenfalle noch platzieren. Da die da und dahinter noch eine Giftfalle, so. So, und falls Helden ein bisschen neugierig werden, buddel ich da mal rein und mache da eine Pfeilfalle hin. So. Dann kann ich euch mal noch upgraden. Heroes are entering your dungeon. Ja, genau, das habe ich gehofft. Ah, ihr könnt euch ruhig ein Stück zurückziehen, dass der Rest auch mit ist. So, dass die nämlich in den Extraktor geworfen werden. Wo ist eigentlich Baal? Da ist Baal. Trupp 3 ist noch hier. Naja, Trupp 3 fehlt übrigens wieder ein Helfer. So, dann schicken wir mal Trupp 1 los. Nochmal Materialien sammeln. Dürften sie ja nicht so viel Hilfe dabei brauchen. So, Helden werden abgeholt. Und hoffentlich extrahiert. Ah, ich habe 15 Gold für das Überfallen der Sommerresidenz gekriegt. Dass ich jetzt meinen Monsterhort freischalten kann. Dong, dong, dong. Ja. Jawohl. Jetzt habe ich genügend Helden extrahiert, wie ich extrahieren kann, glaube ich. Jupp. So, einmal den Monsterhort bitte. Dann kann ich den nämlich bauen, sobald ich das nötige Material zusammen habe. Was ich wahrscheinlich gerade nicht lagern kann. Deswegen holt es keiner ab, oder? Gut. Und den Monsterbau. Oh, hier so mittig, königlich. Ja, warum nicht? Dann kann hier noch daneben das Gefängnis hin. So abseits da, sogar noch so hier in den Gang. So, jetzt brauche ich wieder mehr Pilze. Und da die beiden nichts zu tun haben, hole ich mir auch jetzt die DSCs für die
Ja, für kostenlose Einheiten, genau. Da fehlen mir nämlich auch noch ein paar DCs. So kann ich wenigstens den Schreckensfürsten und wahrscheinlich auch noch die Aushebung freischalten. Ah, ein Taure kostet, glaube ich, Material. Ja. Also ein Minotaure. So. Du gehst trainieren, dann gehst du essen und dann hockst du dich zufrieden auf deinen Thron. Oh, habe ich gerade jetzt... Ups, der wird schon ausgebildet. Das war weniger produktiv. So, ich denke mal, alle Räume haben wir jetzt. Dann wandle ich ein paar Pilze um. Jetzt weiß ich auch endlich, wofür man zwei Pilze umwandelt. Ah, die erste kostenlose Einheit. So, ich könnte jetzt theoretisch Fallen freischalten. Aber ich hätte lieber erst den Schreckensfürsten. So, du gehst jetzt was essen. Dann kriegst du noch eine ordentliche Ausrüstung. Was auch immer noch der Slot hier gut ist. Ja, das sieht schön aus, wenn meine Truppen gutes Level haben und ganz viele Boni. Schwacher Angriff. Obwohl, ich könnte, wenn ich Fallen freischalte, noch mehr Punkte machen, oder? Ja, auf jeden Fall noch zwei Punkte. Viele verschiedene Fallen. Jo. Dann schalte ich jetzt mal Fallen frei, so kriege ich wenigstens zwei Punkte, weil ich einen dann übermäßig ausgegeben habe. So. Und ich brauche Materialien, also werden mal wieder Trupps losgeschickt Materialien holen. Ein Gauner und ein Jäger. Beziehungsweise eine Gaunerin und eine Jägerin. Genau, verhäckselt sie. So, die erste Falle ist fertig. So ein Trollidon hier am Anfang. Noch mehr Materialien. Hatte ich dich nicht essen geschickt, sondern schicke ich dich mal essen. So, und jetzt brauche ich nur noch Materialien, um hier fertig zu bauen. So, hier eine Falle. Und dann habe ich nicht mehr genug Platz für Fallen. Das können wir auch ausgleichen. Ach so, erhöht die Maximalzahl der Aktivierungen. Aber nur Fallen, die nachher gebaut wurden, oder? Aller zukünftiger Fallen, ja. Ist die Frage, kann ich schummeln? Und dich da zum Beispiel abreißen und neu setzen? Zählte das? Nein, leider nicht. Ich muss insgesamt so viele Fallen aktiv haben. Und du? Ab in den Monsterbau. Helden anlocken. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter.